Jo, gesagt, getan, abgespeichert ist. Das heißt, kurz innehalten. Innehalten ist wichtig für den Geron. Denn sonst macht er andauernd Fehler. Also was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die alten Roboter rausgenommen, ich habe neue Roboter reingetan. Das bedeutet für uns, die Ressourcen kommen schneller da an, wo sie hin sollen. Das ist erstmal gut. Aber sie... Wir verbrauchen auch weniger Energie und sie sind schneller da. Das heißt, es hat gar keinen Nachteil für uns, oder? Vielleicht müssen sie schneller wieder aufgeladen werden. Auch wenn sie weniger Energie verbrauchen, aber dafür dann schneller sind. Das könnte ich mir vorstellen, dass man, um da irgendwie mitzuhalten, wenn man die ganz schnellen, also die schnelleren Roboter benutzt, dass man auch die besseren Roboports benutzen muss. Oh, da liegen 100 Stück drin. Gib, 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 gib. So. Ganz viele alte abgefangen. Sehr schön. Das ist besser als jedes Wasserloch in der Savanne. Mauern werden beschossen. Gut. Solange keine Türme zerstört werden, ist alles okay. Die Kisten hatte ich weggeschossen. Die eine Kiste da. Sieht irgendwie alles so langsam aus bei den Ärmchen. Also bei denen hier hinten. Achso, die sind leer? Da kommt nichts an. Oh, die neuen Fließbänder sind super. Aber ich lasse mich schon wieder ablenken. Was war jetzt wichtig? Die Roboter nach und nach schneller machen. Ja. Und dafür sorgen, dass wir durchgehend genug sauberes Eisen hier haben. Das schaut soweit ja noch okay aus, aber es schaut nur okay aus, weil die Vorräte hier nach und nach aufgebraucht werden. Dreckiges Eisen staut sich hier. Staut es sich auch in den Kisten? Einigermaßen. Ich bräuchte echt Speed Module 3, aber da habe ich nicht die Alien-Artefakte für über. Töten gehen? Nö, nicht töten gehen. Ich habe bestimmt noch überall irgendwelche Fehler im System, die ich ausbügeln könnte. Damit will ich mich lieber beschäftigen. Ich könnte die Mauern hier schon mal schnappen. Zack, 82 Stück. Und anfangen, die an sinnvollen Stellen hinzu. Ist das eine sinnvolle Stelle? Mach mal einen ganzen Ramsch da weg. Es geht. Ja, doch. Ist einigermaßen sinnvoll. Ich komm da hinten. Ah, doch, komm ich. Da hinten komme ich noch an. Da nicht mehr. Dann mache ich hier jetzt einfach so ein Penüpel aus. Den da. So. Also ja, ich könnte auch theoretisch alles ersetzen, aber ich denke mal so ein Zweierreihe an den noch besser als Sandmauern sollte eigentlich anfangs reichen. Oh, du bist alle. Komm mal mit. So, das heißt, hier auch einmal äußerste Mauer abreißen, bitte. Stimmt, apropos äußerste Mauer abreißen. Wir haben hier oben... Ja. Wir haben da oben eine Mauer abgerissen und nicht wieder neu aufgebaut. Zwei Türme zerstört, das ist nicht gut. Da sollte ich auf jeden Fall als nächstes hin. Kommen die Roboter noch? Ja. Ah, sehr schön. So muss das aussehen. Hier sind jeder eine Mauer mit und alles ist weg. Ja, geil. Sehr, sehr schön. Und wieder ein Turm weg. Ja, ich sehe es ein. Wow, guckt euch das hier mal an. Ja, wir brauchen definitiv die besseren Roboports zum Aufladen. Aber jetzt zum Kohleaußenposten und da so viel verstärken, wie es geht. Und währenddessen muss ich mir das mit dem Tungsten immer noch durch den Kopf gehen lassen. Also ja, durch diese Spuckviecher verlieren wir jetzt anscheinend regelmäßig Türme. Aber wir können auch regelmäßig ziemlich schnell Türme wieder aufbauen, deswegen... Weil 3600 Grad Lava, das ist mir persönlich eigentlich viel zu nervig, weil wir verbrauchen tierisch viel Kohle und Carbon. Und Carbon braucht ja Kohle, also ne? Tierisch viel Kohle insgesamt. Das ist nicht so schön. Also nicht, dass wir gerade Mangelerscheinungen hätten. Die Kiste da wird voll sein mit 24.000 Kohle. Hier ist noch ein dezentes Feld, aber es geht ums Prinzip und so Zeug.
Hier habe ich immer noch keine durchgehende Mauer. Ist echt gut, dass sie immer an derselben Stelle angreifen, sonst hätte ich hier ein Problem. Moment mal, werden sie immer an derselben Stelle angreifen? So. Genau, ja, hier hätte ich die Mauer weggerissen und keine neue hingepappt. Das ist nicht schön und ich komme da nicht mehr durch. So. So, Roboter baut jetzt mal das da alles ab. Ah, die sind schön nah dran, das ist gut. So, weg, 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 weg. Ich müsste eigentlich jetzt eine Blaupause machen von einem Stück Claywand, richtig? Richtig. Nochmal eine Blaupause. Haha, da kommt der Schwadron. So, mach eine Blaupause von so einem Stück Claywand. Jo, hau das dahin. Was zur Hölle habe ich gedrückt? C wahrscheinlich. Aber das war neu. Ja, es wird definitiv C gewesen sein. Aber die Explosion war irgendwie neu von dem Turm. Aber es ist gleich für Ersatz gesorgt worden. Wie viel Ersatz haben wir inzwischen? 100 Stück. Sehr schön. Also ja, es ist definitiv kein Problem, wenn ab und an mal was zerstört wird. So, jetzt hätte ich aber gerne dich und dich und dann noch mehr. So. Und jetzt warte ich da drauf, ob die Roboter wirklich von hinten angeflogen kommen und die Brickmauern hierher schaffen. Müssten sie eigentlich. Und wenn sie das tun, dann setze ich so nach und nach das hier alles mit Brick. Also primär erstmal den Bereich hier, weil hier ja anscheinend die von der Basis immer wieder hergelaufen kommen. Ja, die von der Basis, die von der Basis und ja. Ist wieder gut was am Schnüffeln. Aber das wollen wir ja eigentlich jetzt ja auch. Jetzt in dieser Phase wollen wir nur noch, dass die Königinnen kommen. Damit die sterben, damit wir die Eier bekommen, damit wir Forschungspunkte bekommen. Das ist soweit okay. Die Chitin-Sachen sollte ich alle mal verarbeiten. Für Platz im Inventar und so. Hier nicht unbedingt ein Roboport, nö. Ja, es wird von hinten geholt, aber es... Kommt jetzt gleich ein Schwadron mit Mauern? Ja. Gib mir Mauern. Sobald ich sehe, dass es einigermaßen gut verteilt ist, kann ich das hier auch wieder in Ruhe lassen. Wobei, ich mache mal ein bisschen Overkill. Nur so, just for fun. Wo ist meine Lasertürme da? Ich hoffe, die machen keinen Flächenschaden. Das würde echt wehtun. So, aber das sollte jetzt alles aufhalten, was von da kommt. Gut. Lasertürme haben wir optimiert. Wir haben den Wald neu aufgebaut, auch wenn das jetzt nicht mehr notwendig ist, weil durch die Brickmauern brauchen wir kein Holz mehr. Was schon mal sehr schön ist. Ich kann leider nicht sehen, wie viel die dabei haben immer. Ich würde mich gerne von einem schnellen Roboter beliefern lassen und gucken, wie viel er trägt. Oh Mann. Ups. Pause? Pause-Taste funktioniert nicht. B? Nein. Gibt ja wohl eine Pause-Taste, oder? Show-Info? Nein. Shift und Space. Was? Ist krass. Das kenne ich noch gar nicht. Leider hat man aber auch keinen Tooltip. Und man kann dementsprechend auch keine Befehle erteilen und kein gar nichts. Das heißt, man kann im Moment des Todes nochmal kurz gucken, was für ein Beißer einen gerade den Arsch versohlt. Aber das war es dann auch. So, normale Roboports. Irgendwo war noch eine Lücke, die ich füllen wollte. Da unten, ja. Hier unter anderem. Also wegen den Kisten da irgendwie war das. Hier ist nämlich nochmal ein wenig Kohle und nochmal ein wenig Stein. Da hätte ich gerne... Große passive Kisten. Zwei Stück. Zoin, zoin. Gut.
Ja, die Kiste wird jetzt auch abgeholt. Hier sind viel zu wenig Lasertürme unten überall, fällt mir gerade auf. Das heißt, sobald die nächsten 100 Lasertürme fertig sind, werden die da auch abgeholt. Du kommst mal mit. Hier schaut es okay aus. Wasser ist okay. Öl ist leer. Schweröl ist okay. Crude Oil ist okay. Schiffelsäure ist okay. Petroleumgas sieht nicht so schön aus. Das könnte ein Problem werden. Aber Plastik hatten wir eigentlich immer Tonnen im System. Ja, 12.000 Plastik haben wir im System, also ist nicht ganz so wichtig. Langfristig aber schon. Was jetzt eigentlich eher wichtig ist, sind mal wieder die blauen Tränke, wie mir scheint. Ah, das Eisen wird nach und nach wieder rar hier. Ist nicht gut. Das ist so. Blaue Tränke will ich gleich optimieren. Und jetzt kurz noch... Wie viel Eisen haben wir im System? Dreckiges Eisen. Immer noch 1900. Ich starr mal eine Weile rauf, ob das vielleicht auf 1800 runtergeht. Achso, und ich habe viel zu viele Roboter eingesackt und nicht umgewandelt, fällt mir gerade auf. Setz mal ganz kurz hier. Davon einen hin. Hau da die da rein. Guck mal, wie viele blaue Module da sind. Weil sonst muss ich hier ein paar freilassen. Sonst geht unser System nicht auf. Wo ist die Umbaustation? Die Skynet-Umbaustation da. Du. Kriegst blaue Chips. Lass mich raten, die Kiste da oben bei den blauen Chips ist leer. Fast, ja. Ja, nee. Das tut mir leid. So. Freiheit. Weil es wird Ewigkeiten dauern, bis ich genug blaue Chips habe, um alle umzumodeln. Das muss jetzt erstmal warten. Ja, Eisen. Immer wieder Eisen. Stahl schaut gut aus, aber brauche ich ja auch nicht. Kann es ja auch ruhig gut aussehen. Du warst beschränkt? Ja, du warst beschränkt. Ich spiele jetzt echt mit dem Gedanken, noch ein Blast Furnace zu bauen. Kann ich das hier noch irgendwie ummodeln? Das Liquid Iron geht einfach nur von hier nach da, nach da, nach da rein. Wenn ich das Wasser also irgendwie anders da hinbringe, hätte ich hier Platz. Oh, irgendwas schießt ganz viel. 25 Türme schießen im Osten. Deswegen konnte ich es hören. Da unten. Elderbeiter. Na nun, warum wird das nicht aufgesammelt? Du, Item Collector 2020. Hm. Es scheint, die haben an der Reichweite ein bisschen was gedreht. Ja, ich tue das mal hier hin, aber da wird er wieder irgendwas aufsammeln, was er nicht aufsammeln soll. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du. Oh, keine blauen Ärmchen. Warum blaue Ärmchen? Du. So. Was? Junge, da. Der hat bisher keinen einzigen Gegenstand aufgesammelt. Oh, blockieren jetzt Mauern den Einzugsbereich von Item-Kollektoren? Das wäre sehr komisch. Also da dampft was, das sehe ich. Dampf. Das kann nicht das Ärmchen sein. Ärmchen dampfen nicht. Kann nicht die Kiste sein. Vielleicht musst du jetzt erst unterirdisch ein Rohr dahin bauen oder so. Das wäre eine RP-Erklärung für das Ding, was darunter führt. Und auch allgemein, wie die Dinger funktionieren.
Na gut, das lasse ich jetzt mal eine Weile arbeiten. Vielleicht braucht das irgendwie eine Anlaufzeit. Falls ihr wisst, was es damit auf sich hat, bitte in die Kommentare schreiben. Das verwundert mich gerade ein wenig. Zumal ich ja, wie gesagt, nicht wirklich gepatcht habe. Ich habe nur von einem System zum anderen System den Ordner rübergezogen. Und schon sieht alles farblich anders aus und die Leichen bleiben da und alles komisch. Verkehrte Welt. Ja, wo ich jetzt gerade hier bin. Also das Lava erhitzen für Tungsten versuche ich vor mir hinzuschieben. Bin mir aber relativ sicher, dass man für irgendwelches High-End-Zeug das bestimmt wieder braucht. Weil ich habe Tungsten-Zahnräder gesehen. Aber das ist später. Das heißt, ich kümmere mich auch erst später drum. Worum ich mich jetzt aber schon kümmern sollte, wäre Bronze. Und dafür brauchen wir Zinn und dafür brauchen wir 800er Lava. Ich könnte es ohne Zwischenschritte machen. Also erstmal können die hier weg. So, dann kannst du da weg. Also ich könnte es ohne Zwischenschritte direkt zu 800er machen. Und ich glaube, das mache ich sogar auch. Also ich mache jetzt eine Abzweigung hier, die sich damit nicht verbinden kann. Das ist gut. Und dann kommen hier einfach ein paar davon in Reihe. Du machst bitte... Oh Gott, Augen zusammenkneifen. 1200er zu 1000. Du machst bitte 1000 zu... Was? So, zu 800er. Natürlich brauchen wir schon gar nicht mehr. Und da hatten wir jetzt 800er Lava. Das ging doch schneller als gedacht. Dann tu das bitte mal hier in irgendeinen Tank. Ruhig einen etwas größeren. Und von hier aus muss es irgendwo hin, wo flüssiges Kupfer ist, sehe ich gerade. Vor meinem geistigen Auge, damit wir daraus Bronze machen können. Also hier oben.